Hallo zusammen, hier ist wieder Deutsche Land, ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um ein kleines Achievement, das wir einmal finden können und erkunden und dann Dracheninseln. Und hier haben wir dann den Erfolg unter 3 Minuten, ansonsten gratis. Für dieses müssen wir Folgendes machen: Liefert Vargo der Geduldigen Ködern höchstens 3 Minuten. Als erstes müssen wir einmal Vargo die Geduldige finden und die steht hier einmal schon neben mir. Ich befinde mich hier in Tal Drassus auf den Koordinaten 38, 69, 68, irgendwie sowas um den Dreh rum, also hier unten, direkt unter Waldracken. Und dort müssen wir jetzt zwei Sachen sicherstellen. Als erstes brauchen wir Vargo die Geduldige und ganz wichtig ist, sie muss hier beim Angeln stehen und nicht irgendwo da hinten, sonst funktioniert das Ganze nicht. Wenn wir sie anquatschen, kommt auch der Dialog, dass sie quasi einen Köder braucht, einen speziellen, das könnt ihr euch durchlesen, brauchen wir aber nicht unbedingt. Das zweite, was wir brauchen, es muss der Rare da sein, der große Panzerkahn. Dieser große Panzerkahn ist jetzt nicht angreifbar, mit dem Köder können wir ihn angreifbar machen. So, was machen wir jetzt als nächstes? Wir haben hier das gecheckt, sie steht da, hat auch hier einen Dialog und angelt, beziehungsweise Rares auch am Start. Dann gehen wir her und tun unser Bronze-Zeitschloss einmal aktivieren und setzen das hier hin. Mit diesem Teil können wir uns, solange wir nicht vom Drachen abmounten, uns wieder zurückporten. Wo kriegen wir das her? Und zwar, wenn ihr euren Skillbaum hier einmal komplett ausgeskillt habt, dann kriegt ihr quasi auch dieses Bronze-Zeitschloss und könnt mit diesem dementsprechend euch zurückporten an eine Position, wo ihr euch dementsprechend dieses Bronze Zeitschloss hingesetzt habt. Ihr habt dann dementsprechend einen anderen Zauber, Bronzes zurückspulen und dann portet ihr euch halt dementsprechend zurück. Ihr müsst es nicht unbedingt machen, aber sonst fliegt ihr halt hin, zurück und es ist unnötig. Der Rückflug zu dem Punkt, wo wir uns jetzt gleich den Köder holen, schafft ihr auch normal mit einem Drachen, der ausgeskillt ist, normal, wenn ihr zurückfliegt, also bleibt sich's gleich, aber ihr spart euch halt einfach den Rückflug. Ja? Und dann schafft es auf jeden Fall innerhalb von den 3 Minuten. Ihr solltet nämlich nicht als erstes den Köder holen und dann zu ihr fliegen, weil wenn ihr vorher nicht gecheckt habt, ob sie da steht bzw. der Rare da ist, funktioniert das Ganze nicht. Selbst wenn beides quasi richtig dran ist, also wir den Rare dort haben und zusätzlich auch noch sie beim Angeln steht, kann es sein, dass es buggt. Das ist jetzt bei mir der dritte Anlauf und ich hoffe, dass es diesmal jetzt nicht mehr buggt und wir werden jetzt mal gucken, ob das Ganze funktioniert. So, wir holen uns jetzt den Köder und zwar ist der einmal im Azurblauen Gebirge und dort auf einer kleinen Insel und diese Insel befindet sich hier unten auf den Koordinaten 45, 54 und dort klicken wir jetzt einfach, während wir noch aufgemountet sind, Kiste mit frischem Leuchtfisch an. Das können wir dann einmal looten. Und jetzt haben wir hier, wie ihr seht, den Köder im Inventar. Dann drücken wir Bronzes zurückspulen und wir porten uns dann dementsprechend neben den NPC. Seht, ein paar Sekunden dauert der Ladebalken, vor allem wenn ihr wie ich das ein oder andere Addon drauf habt. Und wenn ihr sie jetzt anquatscht, dann können wir ihr quasi die Köder geben und damit ploppt dann auch das Achievement auf und ja. Dann war es das eigentlich. Jetzt ist der, oder müsste dann der Rare nachher angreifbar werden und dann können wir den umhauen. Der droppt dann auch noch einige lustige Sachen. Ich glaube sogar unter anderem ist da noch ein Toy dabei. Genau, das war es dann mit dem kleinen Achievement Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich damit ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und sonst sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.